Für die Geissens brechen die letzten Tage in Miami an. Und was wären die ohne Probleme mit der Donzi? Hi, hi. Huh? So, okay, then we bring the boat to Joe, huh? Yeah. Okay. Did you talk to him this morning? Yeah, he's waiting for us. All right, cool. He's waiting. All right, cool. Okay, Carmen, we have to go now. Sonst macht die Brücke wieder zu. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, ganz schnell fahren, sonst ist die Brücke wieder zu und dann müssen wir da eine halbe Stunde warten. Also müssen wir jetzt mal Gas geben, hier. Wir müssen den Motor checken, der dreht ein bisschen hoch. Wir haben ja schon was probiert, hat nicht funktioniert. Wir probieren es jetzt hinter der Brücke nochmal, ob wir den Stecker vielleicht falsch rum drin haben, dass vielleicht noch eine Station mehr geht. Und wenn es dann nicht funktioniert, gehen wir zu Joe, dann soll das kurz überprüfen. Und dann schauen wir mal, dass wir nach Mittagessen vielleicht doch noch Fischen heute auf die Reihe bekommen. Also wir sind guter Dinge, dass es funktioniert. Wissen es aber noch nicht. Ein baldiges Happy End mit der Donzi wäre wünschenswert, denn den Geissens sitzt die Zeit im Nacken. Die letzten Tage in Miami sind angebrochen. Jetzt würde ich am liebsten mit dem Gefühl nach Hause fahren, dass die Donzi wieder perfekt funktioniert, perfekt läuft. Angeln wäre jetzt am Ende noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Meine Handtasche ist weg. Leute, stopp, meine Handtasche. Nein, ich habe sie mit aufs Boot genommen. Wo? Er hat sie mitgenommen. Oh. Da vorne ist sie. Mein Gott, Carmen. Ja, sorry. Also bei meiner Frau ist es auf jeden Fall immer so. Entweder fehlt die ganze Handtasche, ansonsten fehlt das Telefon in der Handtasche, das Portemonnaie ist weg oder der Schlüssel ist nicht da. Also eins von den vier Sachen kann passieren bei Carmen. Und das ist eigentlich jeden Tag, deshalb hört er gar nicht mehr hin. Weil nach 5 Minuten hat es das meistens erledigt, da hat es gefunden. Und wenn nicht, dann wird's ernst. Zum Glück sind die Motoren sehr laut und Carmen bekommt von den Lästereien nichts mit. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass die Brücke aufgeht. Thank you. Hey, thank you, sir. Einer unserer drei Motoren zickt komplett rum. Wir wissen gar nicht, was los ist. Versuchen das Ganze jetzt mal selbst zu lösen. Wenn das nicht geht, geht's zurück in die Werft. Auf jeden Fall habe ich gewusst, dass ich mich auf meine Donzi verlassen kann. Deswegen bin ich heute natürlich nicht fischmäßig angezogen, sondern eher so angezogen, um die Donzi wieder zurück zur Werft zu bringen. No, it's not working. I know this story. Ich verstehe, was du meinst. Lass mich die Motoren mal nach oben heben. Bewegen sich die Motoren überhaupt? Was zum Teufel? Hier we go. Bin ich auf der sicheren Seite. Das ist das, was ich auch nicht verstehe momentan. Ich meine, wir sind jetzt auf dem Weg in die Werft. Ich weiß nicht, was das soll. Hier sich jetzt einen Hermann zu machen und zu versuchen, das Boot zu reparieren. Ich meine, da müssen wir ja auch nicht in die Werft fahren. Ne? Das ist ja, dann ist das ja der Weg umsonst. Ist ja, als wenn mit einem Auto in der Werkstatt fährst und in der Garage noch versuchst, das Auto zu reparieren und auf dem Weg zur Werkstatt. Macht keinen Sinn, oder? Deswegen verstehe ich die nicht. Aber das, was sagt man dazu wieder? Männer! No, it's not starting. Wait. Yeah, yeah. Okay, then we go to Joe. Ja, siehst du? Then we go to Joe. Dann, nee, echt? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So ein schwächelnder Motor ist ja voll langweilig. Zeigt die Donzi doch noch mal, was sie so kann? Nee, tut sie nicht. Ja, die Lenkung geht wieder nicht mehr. Wieso, was haben wir jetzt? Ja, weil die Lenkung wieder nicht funktioniert. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ich glaube, das mit dem Angeln wird heute wieder nichts. Das ist aber ein Scheiß alles. Ey. Müssen wir jetzt paddeln? Jetzt geht gar nichts mehr. It doesn't work. Ja. No, no, close everything, let us go. Ja, even ja. When it is hard. Ja. Otherwise, we never come to Joe. Aber die Sitzbank sieht noch top aus. Das ist das Einzige, was hier funktioniert. Die zwei schönsten Tage im Leben eines Bootsbesitzers ist, wenn er das Boot kauft und wenn er es verkauft. Und dazwischen hat man genau das, was wir jetzt haben. Die Arschkarte gezogen. Also super ärgerlich, dass das Boot nicht fährt. Es ist im Prinzip so, als wenn im Auto nur der erste Gang funktionieren würde. Ja, das ist echt ärgerlich, weil wir haben so viel Geld für all die Reparaturen bezahlt. Es funktioniert doch gerade. Ja, but this is not running. Look, it's not running good. It's 3000 RPM. The same like before.
Can you get in here? Look, now you cannot drive here. Look. Wo wir schon da hinten rausblasen. Jetzt fahre ich nur noch Boot, wenn es 30 Grad sind. Bis online. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt ist alles vorbei. Hier begann diese Miami-Reise, hier nimmt sie auch ihr Ende. Allerdings nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Donzi kaputt. Guck mal, wie lange das Ganze dauert. Und wenn die jetzt sehr wahrscheinlich, wo ich von ausgehe, so 2-3 Stunden zum Reparieren brauchen und zum Checken brauchen, gehen wir in der Zwischenzeit Mittagessen. Okay, diese Mängelliste während eines Mittagessens zu beseitigen? Er ist halt Optimist, unser lieber Robert. Lot of problems. Steering, Motor, it's a few problems. I'm happy that we are back. Aber die Wundertüte Donzi hat noch eine Überraschung parat. Passt mal auf. We come here without working. This is work what you now did. Now it's working, I don't know. Okay. Maybe it was because this engine is off. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich lag es daran. Maybe. Ja, ich glaube, Fischen ist Bad Karma, ne? Irgendwie wollen die vom Robert nicht gefangen werden, die Mai-Mais. Ja, meine Hoffnung ist natürlich jetzt, dass der Mechaniker noch kommt, das Ganze noch reparieren kann, dann schaffen wir es auch noch angeln zu gehen. Na, Carmen, habt ihr nicht genug Action gehabt die letzten Tage? Du legst es aber auch darauf an. Da habt ihr gedacht, da falle ich in das Wasser, ne? Nix da. Boot zerfahren. Ja, der Mechaniker kommt erst morgen früh. Dann wissen wir morgen früh erst mehr, was los ist, wenn der am Boot war. Für heute war es. Ja, für heute war es das erstmal. Ja, da können wir heute leider nicht angeln gehen. Dann kann es sich ja auch mal um mich drehen. Also, ich weiß schon, was ich machen möchte. Was könnte das wohl sein? Friseur? Shoppen? Ja, ich suche jetzt mal ein Tattoo-Studio. Ich muss das noch mal nachstechen lassen. 777, Engelszeichen. Das ist eine Stelle am Körper, wo man natürlich viel Seife nutzt, Wasser, mit Wasser in Verbindung kommt. Und da gehen die Tattoos halt schnell weg. Das habe ich im Vorfeld gewusst, aber es sieht ja nicht schön aus. Also muss man es ab und zu mal wieder neu stechen lassen. Spannender Laden. Mal schauen, ob du hier auch lucky wieder rausgehst. Hier, der hat doch nichts zu tun. Ich frage mal. Er ist sehr lucky. Hi, I have just a question. Here, I have a 777. 37, ja. And how much is it when you... Das Tattoo nachzustechen kostet $80. $80? Yes. And how long does it take? Circa 10 Minuten. Yeah, okay. And you can make it very like it is. Thin. Very thin. Yes. Ja, ich bekomme das so hin, wie es ist. Okay, then I will do it. Du, da kannst du nicht viel falsch machen. Also ich würde mal sagen, das riskiere ich jetzt mal. Ne? Ich meine, für $80 geht's. Da zahle ich in Frankreich mehr. Muss schnell gehen. Und es muss ja schnell gehen. Was macht der? Du, 10 Minuten. Ist er fertig. Das geht doch. Komm, ich ja genauso lang wie dein Bart gedauert hat, ja. Robert. Also beschwer dich nicht. Hi. Hi. So, not a big deal. Something little. Nee, Tattoo ist nicht meins. Ich bin nicht so. Tattoo ist so. Weiß nicht. Ist an mir irgendwie vorbeigegangen und freue nicht. Ab jetzt tickt die Uhr. So. Welche Farbe machst du denn? Ja, schwarz. Ja, aber schwarz darfst du in Deutschland auch machen. Schwarz darf man machen? Ja, darfst du nicht rot machen und blau machen und sowas. Ah, echt? Ah, schwarz darf man? Ja, warum darf man schwarz und kein rot? Ja, und weil rot, blau, die ganzen Farben gehen nicht mehr. Die sind gesundheitsbedenklich. Ah, dann mach ich besser jetzt ein buntes. How do you want? Like this? Oh, ich glaube, der geht richtig tief rein. Ja, yeah, sonst hat es ja auch keinen Sinn. Da muss an der anderen Seite schon rausgucken. Ja,
war wieder eine super Idee von mir, nicht? Oh. Oh ja, jetzt ist aber tief drin. Good, fine, thanks. And you? I'm waiting for my wife. She get my telephone number because she forget it all the time. It hurts. Yeah, I don't know why. Yeah, because it's the third time now. I don't think that we have to do this a little bit longer. Huh? Because this seven, it's a little bit shorter. It's shorter, right? Look. Jetzt macht der Finger dick. Yes, no? It's better. Yeah. Yeah. Perfect. Jetzt ist es wenigstens wieder schön. Ja, lass doch direkt noch was machen. Ne? Now it's very deep, I think. Yes, yes. You think now that I keep this? Yeah, it should stay. Yeah, it should stay? Wow. Das glaube ich auch. Weil ich habe gedacht, der käme an der anderen Seite wieder raus. Thank you so much. Thanks. Bye bye. Bye. Ciao. Das war aber ein schnelles Tattoo. Hier kannst du noch ein Pariser mitnehmen, verdammt. Ja. Oh mein Gott, ich sehe ja schon fast meinen Fingerknochen. Das Tattoo blutet und kribbelt. Aber ich glaube, das bleibt definitiv für immer. So, ich habe auf jeden Fall einen super Tätowierer gefunden, der richtig tief reingeballert hat. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Keine Angst, du bist noch bei Die Geissens. Das merkt man am Beachclub im Bild. Carmen, lass uns den Tisch nehmen. Wir essen so ein paar Tacos oder irgendeinen Scheiß. Ich brauche dringend einen Tapetenwechsel. Es gibt hier in der Nähe ein Hotel, was außerordentlich spannend sein soll. Und da ziehen wir jetzt hin. Deswegen heißt es jetzt auch, ich packe meinen Koffer. Ja, natürlich ist das ganz normal für mich, dass ich selbst packe. Oder meinst du, er macht das? Jeder muss für sich selbst packen. Ich muss rausgehen. Was musst du? Rausgehen. Wieso rausgehen? Ein bisschen frische Luft haben. Wieso? Die Fenster sind da auf. Nein, ruf mal unten an, die sollen uns Gepäck holen kommen. Ich bin doch noch ja nicht fertig. Dann mach fertig. Ich hasse immer diese Umzieherei. Ich bin einfach schneller fertig als Carmen. Das ist eben mein großer Vorteil. Deshalb, wer früher fertig ist, kann länger in der Sonne sitzen.